Da nehme ich lieber das schnellere Zaubern. Und was haben wir? Verbrennt die ätherische Kräfte, dass sie die Geist, Körper und Seele des gegnerischen Ziels zusammenhalten, wodurch diese schnell reinen Schaden erleidet. Ziele, deren Gesundheit null fällt, lösen sich in Nicht-Existenz auf. Ah. Zeigt die metallen Sterne des verbündeten Ziels und projiziert sie gewaltsam nach außen, wodurch eine Schockwehr erzeugt wird, die jeden im Wirkungsbereich Fußschaden zufügt und jeden Gegner im Bereich niederschlägt. Wäre nicht schlecht. Zerstört zielgenau die Erinnerung eines Feindes, wodurch dieser verwirrt und benommen wird, bevor er sie schnell auf weitere Feinde überspringt. Na, ich nehme mal Auflösung. Das klingt böse. So, wir haben die Möglichkeit, uns hier zurückzuziehen. Ja, haben wir. So, wir haben hier zweimal Granit-Champions. Wir haben noch den Stahlprediger, der böse sein könnte. Und die Flammenfäule kann auch böse sein. Wir umgehen sie einfach mal geschickt in der Hoffnung, dass... ja, nicht in der Hoffnung, um zu gucken, ob es die einzigen fünf Gegner sind. Ah, es ist sogar eine größere Flammenfäule. Okay. Hm? Certainly. Yes. So, das. I'm here. Ah, der Rest kann bitte auftauchen. Seine Ausgröße verwerfen, gegen Flammen fügen zum nächsten Angriff Brandschaden hinzu. Ja. Dass ich da so blöd stehe, ist nicht gut. Was hätte ich noch? Seelenschlag. Nö, schlag mal wild um dich, Edda. So, wen könnten wir mal kontrollieren? Palegina, du heilst. Alof, Steinhaut. Was für eine Waffe hat Palegina eigentlich? Immer noch einen guten Zweihänder. Habe ich nicht einen ausgezeichneten gehabt? Gutes Schwert. Ja, das ist seelengebunden, kann nur vom Wächter benutzt werden. Ja, ein außergewöhnlicher Zweihänder wäre hier. Okay. Ja, niedrige Gesundheit für Hagrim ist nicht so gut. Du würdest du bitte den da noch mal übernehmen? Das hat wohl nicht funktioniert, also versuch's gleich noch mal. Alof, verwandel den da mal in ein Schwein. Au. Okay, Seraphine ist down. Das ist nicht so schön. Ich glaube, die Flammenfäule ignorieren wir erstmal und machen erstmal den Magier weg. Das wäre eine gute Idee.
Das ist ja der Fanatiker, nämlich. Ja, ich weiß. Ach ja, und Palegina. Du bist nicht Palegina, du bist Palegina. Du nimmst bitte mal ein besseres Schwert. So. Ich würde ja gerne ein Superschwert geben, aber wir haben keins. Wait, it's there. Careful. Look. Okay. Hier könnten wir zur Not die Map wieder verlassen, wenn der zweite Versuch auch wieder fehlschlägt. Ah, ah. Tell me at once. Tell me. Que? Bemed gong swellia. Yeah? So, ihr könnt auftauchen und dann haut den mal weg. So, du bist ein Schwein, das ist gut. Dann kontrolliert euch alle mal auf den da. Seraphim, du übernimmst. So, Alof. So, du machst mal den. Einen durchdringenden Schlag für den. Verwundenden Schuss. Seraphim, versuch nochmal. So. Versteiner mal den, Alof. So, Seraphim, ich weiß. Wird langsam langweilig. Okay. Edda, du machst das. So, jetzt die Flammenpfeile weg. Die ist weg. Jetzt erst einmal Granit-Champion, bitte. Ah, dafür macht Alof mal das. So, jetzt ist nur noch der Stahlprediger selber übrig. Verschlummern führt dazu, dass der Grundfangkind einschläft. Schaden erleidet. Nee, nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht. Dann Geschosse auf den. Edda, versuche ihn mal umzuhauen. Oh, wir haben keinerlei Ressourcen mehr. Ah, du heilst dich mal lieber selber. Ah,
Seraphin. Versucht ihr mal aufzulösen. Das hat nicht geklappt, leider. Okay. Du hast mal Ender. Okay, du holst dir mal neue Kraftressource. Alof. Versuch ihn. Ne, ich kann ihn nicht schweilen, weil er ein Konstrukt ist, oder? Ah. Gut, dann holt ihr neue Ressourcen, Alof, und baller mal wieder auf ihn. Du heilst mal Edda. Edda holt sich auch neue Ressourcen. Macht mal einen durchdringenden An... ne, halt nicht das da. Den da soll er machen. So. So, Alof. Fluggeschosse. Oh, er hat mich angezogen. Zerstörerische Ableitung. Verlässt sich bei jedem Angriff, ist nicht so toll. Deswegen. Todesring, arkane Reflexion. Machen wir das mal. Seraphin. So, heil die beiden mal. Ja, das wird wieder ein langer Kampf, weil wir gegen ein Konstrukt kämpfen, was viel zu viel aushält. Mal wieder. Oh, du hast wieder ziemlich viel. Psychoklingen. Versuchen wir es mal. Ja, jetzt nimmt er wenigstens Schaden, solange er in der Mauer steht. Oh, er macht wieder einen Flammenfächer. Kannst du noch was machen?
Ja, kannst du es mit einem von deinen Schattenpfeilen probieren? Du bist schon alle. Du bist auch wieder alle, Seraphin. As you wish.